Papa? Mama? Papa! Mama! Papa! Mama! Benjing! Was ist das für eine Art? Senjango, jetzt hörst du mir mal zu! Du wirst sie morgen fortschicken. Ich will sie hier nicht haben! Jetzt sei doch vernünftig. Ich bin Venjas Vater. Ich muss auch für sie sorgen. Wohin soll ich sie denn schicken? Es ist mir egal. Sie ist mir einfach zu lästig. Schick sie zu ihrer Mutter. Könntest du ein bisschen leiser sein? Sie versucht zu schlafen. Du tust ja so, als ob du nicht weißt, dass ihre Mutter im Restaurant viel zu tun hat. Und Wenjing ist auch bei ihr, wenn ich Venja wegschicke. Wie soll ihre Mutter auf sie aufpassen? Außerdem habe ich das Sorgerecht. Und ich muss mich um sie kümmern. Sie. In deinem Herz ist nur Platz für sie. Und was ist mit mir? Das hier ist doch kein Leben. Hey, was machst du denn da? Entweder geht sie oder ich. Was? Entweder geht sie oder ich hier. Ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Venja. Venja. Was ist los? Hab keine Angst. Ich hab aber Angst. Die brauchst du nicht haben. Papa ist hier. Papa, die Tante, die mag mich nicht, oder? Wirst du mich jetzt wegschicken? Venja, sei lieb. Und hör mir zu. Du gehst zu Mama nach Hause und in ein paar Tagen werde ich dich wieder abholen. Braves Mädchen. Mama, Telefon. Ich komme. Hier, Venja, ein Stück Schokolade. Ja, bitte? Hallo, Herr Wang. 40 Tische für Dienstagabend? Venja, aber sicher. Was meinst du denn da? Eine Familie habe ich gezeichnet. Also, 40 Sieh Tische doch für schön, ungefähr oder? 120 Personen. Das bist du, das ist Mama, das bin ich und das Papa. Venja. Guck hier, so werden wir zu einer ganzen Familie. Herr Zhang, Herr Wang hat gerade angerufen. Papas neue Freundin kann ihn nicht leiden. Die ist gemein. Ich möchte gerne bei euch einziehen. Ja, das ist eine großartige Idee. Jing Jing, wieso haben andere Kinder ein Zuhause und wir leben weit auseinander? Mama sagt, das werden wir erst verstehen, wenn wir älter sind. Okay. Wen Jing, hast du deine Medizin genommen? Ja, hab ich, Mama. Sehr gut. Mama, eine Zeichnung! Wow, die ist ja wunderschön. Venja, in den nächsten Tagen wird Mama viel zu tun haben. Ich bringe dich zu deinem Cousin, damit du spielen kannst, okay? Ich will nicht. Venja, bitte. Mama kann dir deine Lieblingsstifte mitgeben, okay? Und dein Lieblingsspielzeug. In ein paar Tagen werden wir uns wiedersehen. Mama, ich möchte nicht mit meinem Cousin spielen. Ich will doch bei dir und meiner Schwester Jing Jing bleiben. Bitte, Venja. Tu Mama den Gefallen. Dein Onkel wartet unten schon auf uns. Komm. Venja, deine Mama wollte dich doch heute abholen. Weißt du denn, wann sie kommen wollte? Sie hat viel zu tun und kommt erst, wenn es dunkel ist. Wieso hängst du eigentlich immer hier rum? Hast du kein eigenes Zuhause? Da Peng, Essen ist fertig. Ich komme!
Na, wie war es heute in der Schule? Es gab einen Wettlauf und ich habe gewonnen. Wirklich? Sehr gut, mein Junge. Dann hast du bestimmt großen Hunger. Oh ja, und wie? Du hast dir dein Lieblingsessen verdient. Ja! Na dann. Hier, Junge. Probier den Fisch. Das ist doch dein Lieblingsessen, oder? Ja. Mal schauen, ob er dir schmeckt. Ja, klar. Sehr gut. Dann nimm noch ein bisschen, dann wirst du groß und stark. Venja, möchtest du Süßigkeiten? Ich kann sie dir gerne kaufen. Nein, Mama, danke. Ich möchte keine Süßigkeiten. Ich möchte doch nur bei dir sein. Hör zu, Venja. Sei lieb zu deiner Tante. Mama ist bald wieder da. Na komm. Sei lieb, Venja. Zen, in ein paar Tagen ist Neujahr. Arbeitest du wieder am Silvesterabend? Ja, ich werde dir Venja bis dahin hier lassen müssen. Aber wir sehen uns an Silvester. Alles klar, kein Problem. Wir sind zu Hause. Warte, ich mach die Tür auf. Ja! Venja, da bist du ja endlich. Mama hat uns ganz viele Klamotten gekauft. Komm. Venja, sag doch mal guten Tag. Guten Tag. Wunderschön. Wie eine Prinzessin siehst du aus. Jing Jing, hilfst du mir, das in die Haare zu stecken? Ja. Die Schleife ist wirklich schön. Gefällt sie dir denn auch? Wie viel Geld hast du denn schon wieder für deine Kinder ausgegeben, Huizen? Silvesterabend. Und du bringst deine Jüngste mit. Du benimmst dich völlig daneben. In diesem Haus wohnen die Wangs. Keine Zangs. Dieses Kind verschwindet heute noch aus diesem Haus. Oder du wirst ein bitteres Silvester erleben. Venja gehört zu mir. Sie wird Silvester mit uns feiern. Reiß dich mal zusammen. Kannst du noch Mitgefühl zeigen? Das Kind hat dir noch nie was getan. Mir reicht es langsam mit dir. Du wirst jetzt zuhören. Ich werde seine Tochter nicht erziehen. Also entweder du bringst sie weg oder ich bring sie weg. Was hast du vor? Fass mich nicht an. Lass sie in Ruhe! Mama! Schnapp sie mich, bitte! Dachtest du, ich würde mich nicht trauen, dich zu schlagen? Hä? Wieso soll ich denn das Kind eines anderen erziehen? Hä? Geld fällt nicht einfach vom Himmel. Venja, echt? Weine nicht. Was denkt die sich an? Der Onkel hat zu viel getrunken und jetzt macht er einen Aufstand. Renjing, kannst du Venja zu eurem Papa bringen? Ich werde dich im neuen Jahr abholen, okay? Hör zu. Wir fangen mit dem Essen an, sobald dein Onkel zu Hause ist. Okay, da kommt er gerade. Los, Wenjing, bring das in euer Zimmer. Hey, Keoyan, ich kann das erklären. Hör zu. Hatten wir nicht besprochen, dass sie Silvester bei ihrer Mutter feiert? Du machst das immer wieder. Willst du mich eigentlich nur ärgern? Keoyan, es ist Silvester.
Und schon spät. Die Kinder sind jetzt hier. Sie kann doch über die Ferien bleiben. Ihre eigene Mutter nimmt sie nicht. Warum sollte ich das denn tun, bitte schön? Willst du mich jetzt Silvester feiern lassen oder nicht? Gut, sei nicht so laut. Wir können doch zusammen feiern. Was soll das? Das ist mein Zuhause. Du kannst Silvester woanders feiern. Ich kann hier auch bleiben. Die Wohnung gehört meinem Papa. Das ist nicht deine Wohnung. Du hast hier nichts verloren. Das ist mein Zuhause. Du bist ein Waisenkind. Bin ich nicht. Bist du wohl? Bin ich nicht. Waisenkind. 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 Hör auf zu streiten. Stopp. Was soll das jetzt? Was ist hier los? Aufhören, aufhören! Mama, Sie haben mich geschlagen! Aber ich bin kein Waisenkind, oder? Natürlich bist du das nicht. Du bist mein kleines Mädchen. San Zhangguo, das geht so nicht weiter. Du kannst es dir aussuchen. Sie verschwindet oder ich werde verschwinden. Es reicht mir, kapiert? Bitte, Qiu Yan, ich... Wen Jing, sei lieb und hör zu. Nimm bitte deine Schwester und geht in die alte Wohnung. Ich komme später nach. Gut. Ich nehme meinen kleinen Koffer und gehe zu einem fremden Ort. Mein Papa ist drinnen, draußen ist Mama. Ich nehme meinen kleinen Koffer und gehe zu einem Haus, das ich einmal gekannt hab. Drinnen ist Mama, draußen ist Papa. Ich nehme meinen kleinen Koffer, ich durchstreife die Straßen. Ich durchstreife die Straßen, durchstreife die Straßen. Nur mein kleiner Koffer ist mein einziger Begleiter. Er ist mein einziges Zuhause, das Zuhause, von dem ich nicht entkommen kann. Zu Hause. Schwesterherz, jetzt fang nicht wieder mit meiner Partnersuche an. Seit meiner Scheidung von Qiu Yan geht es uns gut. Ist das Verhältnis zwischen mir und Wenya nicht auch besser? Als sie ein kleines Mädchen war, habe ich mich kaum um sie gekümmert. Damals ist sie wirklich zu kurz gekommen. Ihre Aufnahmeprüfung für die Uni steht bevor. Ich möchte einfach, dass sie sich wohlfühlt. Wir sollten uns darauf konzentrieren, okay? Alles klar, Schwester. Benja kommt gleich nach Hause. Fassen wir uns kurz. Bis dann. Ja, ja, bis dann. Bis dann. Pa, ich bin wieder da. Wunderbar. Dann können wir ja essen. Ja, gern. So. Du warst seit einem Monat nicht mehr hier und du hast abgenommen. Deine Prüfung steht bevor. Ich weiß, wie anstrengend die Vorbereitung ist. Daher gibt's was Gesundes zu essen. Hier, dein Lieblingsgericht mit Schweinefleisch. Lecker. Na, bedien dich. Pa, hier. Hm? Nimm noch etwas mehr. Ja. Dein Gesicht ist ganz blass geworden. Du solltest dich besser um dich kümmern. Ja, mir geht's gut.
Also, Papas größter Wunsch ist, dass du für die Uni die Aufnahmeprüfung bestehst und einen guten Beruf erlernst. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Pa, ich schaffe das. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich garantiere, ich werde in Zukunft genauso erfolgreich sein, wie du es bist. Okay? Gut. Und schmeckt dir das Essen? Mhm. Schön. Ach, übrigens. Ich besuche Mama und Wen Jing. Wir haben uns schon Ewigkeiten nicht gesehen. Pa, stimmt was nicht? Deine Mutter ist im Krankenhaus. Was? Wir wollten dich nicht vom Studieren ablenken. Deswegen haben wir nichts gesagt. Wen Jing, Renia, wie geht's ihr? Meint, sie hätte eine Hirnblutung gehabt. Wurde aber rechtzeitig eingeliefert. Wäre sie später aufgenommen, wäre es zu spät gewesen. Der Arzt sagt, Mutter hat sehr viel Glück gehabt. Sag, hat der Onkel sie schon besucht? Erwähne bloß deinen Stiefvater nicht. Eure Mutter hat sich wegen ihm so aufgeregt. Was? Tante, erzähl uns, was passiert ist. Er brachte eine Frau mit in die Wohnung deiner Mutter. Was? Sie hat die beiden dann erwischt. Stell dir vor, wie konnte sie nicht sauer sein? Und obendrauf, trotz des Zustands eurer Mutter hat er nicht mal gefragt, wie es ihr geht, sondern alles, was sie besitzt, an sich gerissen. Das gibt's doch nicht. Dem werde ich zeigen, was ich meine. Es ist gerade wichtiger, dass wir uns um Mutter sorgen und sie gesund wird. Hör zu. Du darfst das auf gar keinen Fall vor Mutter erwähnen. Mutter hat's schon schwer genug. Richtig. Priorität hat ihre Gesundheit. Wen Jing, Wen Ya, ich muss jetzt nach Hause. Ihr beiden könnt euch jetzt um sie kümmern. Wenn was ist, ruft mich an. Hör zu. Lass mich Folgendes machen. Ich werde morgen erstmal nicht zur Schule gehen. Wir sorgen zusammen für Mutter. Alles wird gut. Ma! Medizinzeit! Ma? Deine Medizin. Sie sind mit Tao Husen verwandt? Ihr Medikamentenbeitrag ist fast aufgebraucht. Sie müssten ihn aufstocken. Ansonsten müssten wir die Verabreichung stoppen.
Kann ich dir helfen? Diese Wohnung hier gehört meiner Mutter. Wer ist das? Regel du das. Ah, Venja. Was willst du denn hier? Meine Mutter liegt schon die ganze Zeit im Krankenhaus und du kümmerst dich überhaupt nicht um sie. Die Behandlung zahlt mein Vater. Aber uns ist das Geld ausgegangen. Übernimmst du bitte diese Krankenhausrechnung? Venja, du musst verstehen, das Restaurant macht seit Jahren Verluste. Es stehen viele Zahlungen aus. Wir stehen kurz vor der Insolvenz. Ein Vorschlag. Ich werde euch, sobald es geht, etwas Geld schicken. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Das Restaurant läuft doch gut. Jetzt liegt meine Mutter im Krankenhaus und plötzlich ist kein Geld mehr da? Hör zu, Onkel. Gib uns wenigstens Mutters Geld für ihre Behandlung. Ich gebe dir das Geld liebend gerne. Doch was soll ich dir geben, was nicht da ist? Du lebtest all die Jahre bei meiner Mutter. So herzlos kann doch keiner sein. Doch, hör auf zu predigen. Ich hatte längst entschieden, mich scheiden zu lassen. Also, du solltest jetzt verschwinden. Los, raus meine mit dir. Meine Mutter war so gut zu dir. Raus jetzt. Das und kannst tschüss. Du doch nicht machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ein Gewissen hast du auch nicht. Hey, Pa. Hier, trink ein Glas Milch. Deine Mutter soll bald entlassen werden. Dein Stiefvater hat ihre Wohnung übernommen. Also hat sie keinen Platz zum Leben. Besprich das mal mit deiner Mutter und frag sie, ob sie bei uns einziehen will. Du kennst doch Mamas Temperament. Dafür wird sie zu stolz sein. In ihrem Zustand, da wird sie niemals bei uns einziehen wollen. Wenn Jing und ich denken, dass eine neue Wohnung gut wäre. Einverstanden. Ich kann euch helfen, etwas Schönes für eure Mutter zu finden. Macht deine Hausaufgaben und geh ins Bett. Mhm. Ma, es ist Zeit für deine Medizin. Stell sie einfach hin. Ich nehme sie nachher ein. Venja, setz dich hin. Wir müssen dringend reden. Venja, du bist jetzt erwachsen, unabhängig. Wenn ich eines Tages nicht mehr bei dir sein kann, dann musst du dich gut um dich selbst kümmern. Ma, dir geht's gut. Du kannst gesund werden. Hör mir zu, Venja. Es geht um Wenjing. Um ihre Gesundheit. Sie kann diese Last nicht tragen. Ich mache mir Sorgen um sie. Ma, warum redest du so? Du wirst schnell wieder gesund werden. Du wirst auf die Universität gehen. Meine Aufgabe war es, Geld zu verdienen. Ich wollte dich ins Ausland schicken. Aber jetzt kann ich mich nicht nur nicht um euch kümmern, sondern bin zu einer Belastung für euch geworden. Ma, du bist keine Belastung. Ehrlich.
Wen Jing und ich sind erwachsen. Und wir kriegen das alles schon hin. Ganz egal, wie mies es dir jetzt geht. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Ma, denk nicht so viel nach. Versuch zu schlafen. Entschuldigung, Frau Shang. Frau Shang. Ja? Diese Aufgabe hier, kann man die lösen? Ja, klar. Also besonders schwierig ist sie nicht. Okay, klar. Sicher. Wen Jing, hi. Wo brennt's? Papa liegt im Krankenhaus. Sie haben ihn untersucht. Er hat Leberkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Wie bitte? Leberkrebs? Venja, du bist hier. Mach dir keine Sorgen um mich. Das wird schon wieder. Mein Papa ist stark. Hör zu. Kümmere dich um deinen Abschluss. Pa. Ich schaffe das. Ich werde hart dafür studieren. Mach dir keine Gedanken darüber. Musik
Wer hätte schon gedacht, dass Yang Guo Leberkrebs bekommen wurde? Sein Zuhause ist damit ruiniert. Eigentlich wollte ich die Fabrik erweitern. Das hat sich dann jetzt erledigt. Wie soll er uns jetzt noch Geld leihen? Du willst noch mehr Geld von ihm haben? Wir haben uns schon so viel von ihm geliehen und noch nichts davon zurückbezahlt. Unglaublich. Die Mutter liegt auch im Krankenhaus. Und jetzt auch noch ihr Vater. Die brauchen das Geld mehr als wir. Ich denke, wir sollten unsere Schulden jetzt begleichen. Begleichen? Ist das dein Ernst? Die Fabrik hat überhaupt kein Geld. Die Arbeiter bekommen noch Gehalt und das Geld für die Beamten. Wie soll das denn gehen? Nichts werden wir begleichen. Tante! Onkel! Hey, Venya! Lieber Onkel, wie läuft denn deine Fabrik? Jetzt, wo meine Eltern krank sind und meine Prüfung ansteht, kann ich das nicht alles meiner Schwester überlassen. Könnt ihr bitte helfen, auf Vater aufzupassen? Ich denke, dass... Venya, du weißt, dass wir seit Jahren viel Arbeit haben in der Fabrik. In letzter Zeit sind wir am Expandieren. Und deswegen kann dein Onkel sich auch nicht kümmern. Venya, wir haben viel zu tun. Deswegen müssen wir jetzt gehen. Okay? Los, wir müssen. Onkel, bitte. Hallo? Tante, hallo. Hier ist Venya. Ich mache bald die Aufnahmeprüfung für die Uni und ich brauche jemanden, der auf Vater aufpasst. Venya, das tut mir leid. Ich habe so viel Arbeit. Ich kann mir nicht frei nehmen. Oh, okay. Besser aufpassen. Du hast schon wieder eine 4. Wie soll das denn weitergehen? Hat er das gesagt? Ja, wirklich. Er meinte das ernst. Frau Xiao? Ja, Venya. Ich bräuchte eine Woche Urlaub. Du brauchst eine Woche? Das geht doch nicht. Mein Vater ist krank geworden und an diesen Tagen werden einige Tests durchgeführt. Venya, du solltest dich auf deine Prüfung konzentrieren. Das ist eine blöde Lage, ganz bestimmt. Kann dir denn niemand helfen? Du darfst dich nicht ablenken lassen. Sie haben recht. Ich werde mir was ausdenken. Gut. Venya ist so ein tolles Kind. Ja, das ist sie. Sie ist einfühlsam, hat immer gute Noten. Sie könnte es an eine Top-Universität schaffen. Zu schade, dass sie in eine solche Familie geboren wurde. Die Mutter sitzt im Rollstuhl, der Vater liegt im Krankenhaus. Das Kind kann einem nur leid tun. Ja. Du hast recht, das tut es mir auch. Und sollte das so weitergehen, dann kann sie ihr Studium vergessen. Das wäre einfach unglaublich schade, weil sie eine gute Studentin wäre. Frau Xiao, könnten Sie sich das mal ansehen? Hui Zhen, nimm es dir nicht zu Herzen. Man sagt, das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Und niemand führt ein Leben, in dem alles glatt läuft. Niemand weiß, welche Rückschläge man erleiden wird oder welche Schwierigkeiten man haben wird. Meinst du nicht auch? Venya, da bist du ja wieder. Schau mal, wer gekommen ist. Hey, Tante Seng, Tante Li. Hey, Venya. Hi, Venya. Na endlich. Was führt euch denn hierher? Es ist schon so lange her. Du wirst müde sein. Setz dich zu uns. Klar. Oh, ich habe gerade Obst gekauft. Ich werde es kurz zubereiten. Großartig. Im Wohnzimmer können wir sprechen. Warte, ich helfe dir. Zhen Ming, Ji, wir sind seit vielen Jahren befreundet. Ihr kennt mich gut. Ich bin sehr ehrgeizig. Was auch immer ich tue, ich möchte nicht zurückgelassen werden. In den letzten Jahren habe ich hart gekämpft für mein Ansehen. Ich wollte das Geschäft führen und nur Geld verdienen.
Ich habe nie daran gedacht, dass es so enden würde. Und jetzt habe ich nichts mehr. Ich bin krank. Ich bin zu einer Last für meine Kinder geworden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, gäbe es meine Kinder nicht. Hätte mein Leben keinen Sinn mehr. Huizen, du brauchst nicht traurig sein. Ich kann gut nachvollziehen, wie es dir geht. Solche Erfahrungen bringen einen zum Verzweifeln. Als ich vor einigen Jahren fortwährend gearbeitet habe, für das Studium meines Sohnes, habe ich meine Gesundheit ruiniert. Dann wurde ihm der Druck zu hoch. Er schaffte die Aufnahmeprüfung nicht und wurde zum Spieler. Er verspielte unser gesamtes Vermögen. Er war in Kämpfe verwickelt, verletzte jemanden, wurde zu 3 Jahren verurteilt. Ich fühlte mich wie du jetzt. Das Leben schien sinnlos geworden. Ich habe nur geweint. Ich habe gedacht, ich hätte einen wertlosen Sohn auf die Welt gesetzt. Mein Sohn hat mich nur gedemütigt. Ich empfand auch, dass mein Leben keinen Sinn hatte. Tante, warum sind die Leben der Menschen voller Schmerzen? Ein einfaches Leben ist doch schöner als so ein hartes. Damals habe ich mich das auch gefragt. Warum ist das Leben der Menschen so schmerzhaft? Gibt es keinen Weg, diesem Elend zu entfliehen? Dann habe ich Gott kennengelernt. Ich habe unermüdlich das Wort Gottes gelesen. Danach verstand ich dieses Elend. Unsere Verderbtheit steckt tief. Es gibt einen Sinn hinter all diesem Leid. Du glaubst an Gott? Ja. Echt, Tante? Irgendwann war ich völlig am Ende und lernte das Evangelium kennen. Es steht geschrieben, Gott allein erschuf die Menschen. Ihre Schicksale werden von ihm bestimmt. Wohin sie gehen, woher sie kommen, Gott gestaltet das ganze Leben der Menschen. Man sagt, wenn wir ihm vertrauen, werden wir diese Dinge über das menschliche Leben verstehen. Egal welche Schwierigkeiten oder Rückschläge wir in unserem Leben erleben, sie sind immer der Wille Gottes. Wir glauben an Gott und durchleben diese Umstände. Dadurch wurde uns gestattet, die Wahrheiten Gottes zu erkennen, seinen Segen und Schutz zu erlangen und den richtigen Weg einzuschlagen. Wir sind in der Lage, die Wahrheit Gottes zu suchen, ihn anzubeten und zu vertrauen. Dann wird er uns beschützen und uns versorgen. Er wird uns Auswege zeigen und unsere Schwierigkeiten und Probleme lösen. Ein Bekannter bezeugt auch die Worte und das Werk Gottes in den letzten Tagen. Und er gab mir ein Buch mit dem Wort Gottes. Das Buch heißt, das Wort erscheint im Fleisch. Von dem Tag an lasse ich Gottes Worte und habe oft zu ihm gebetet. Ich öffnete mein Herz für Gott und er hörte mir zu. Dann traf ich meine Brüder und Schwestern, um uns auszutauschen. Und mit der Zeit fing ich an zu verstehen, dass es wirklich Gott ist, der das Leben der Menschen bestimmt. Er gestaltet und herrscht über das Leben der Menschheit. Ich lernte, dass wir mit so vielen Schmerzen leben müssen, dass Satan uns komplett verdorben hat. Wir haben uns von Gott entfernt, haben seinen Schutz verloren und sind der Herrschaft Satans verfallen. Wir wurden von Satan getäuscht und gequält und seitdem leidet die Menschheit. Ich habe auch gelernt, dass es uns um unseren Ruhm und unseren Status geht. Und genau das möchte Satan bei den Menschen heimsuchen. Wir sollten uns nicht wundern, dass wir solche Schmerzen erleiden. Gott hat mir diese Dinge offenbart. Ich habe erkannt, dass er erlaubt, die Menschen leiden zu lassen, sodass wir vielleicht irgendwann erkennen, dass Satan die Menschheit ins Verderben stürzen will. Und somit den Satan hassen und zurückweisen können. Dann können wir vor Gott erscheinen und unser Leben nach seinem Wort ausrichten. Am Ende werfen wir die Fesseln des Fleisches und der Sünden ab, um Gottes Erlösung zu erlangen. Genau das ist sein Wille. Und so hat er es offenbart. Durch die Führung durch sein Wort. So habe ich die Wahrheit erkannt und alles besser verstehen können. Ich konnte es im Herzen spüren, die Liebe Gottes. Und nur Gott kann die Menschheit retten. In all diesen Jahren wurde ich von Gott geführt, habe seinen Schutz genossen, seine Errettung in vielen Dingen gesehen. Heller leuchtete das Herz, nachdem ich Gott erkannt hatte und sah, dass er der richtige Weg ist.
Er erklärt in seinem Wort, wie es dazu gekommen ist, dass die Menschheit unter Schmerzen leidet. Wir werden seine Worte zusammenlesen, damit ihr es auch verstehen könnt. Hört sich gut an. Gut, dann setz dich rüber. Der allmächtige Gott sagt, Adam und Eva, die am Anfang von Gott erschaffen wurden, waren heilige Menschen. Das heißt, solange sie sich im Garten Eden befanden, waren sie heilig, unbefleckt von Schmutz. Auch waren sie Jehova treu und sie wussten nichts über den Verrat an Jehova. Sie wurden von Satans Einfluss nicht gestört und waren ohne das Gift Satans und die reinsten der gesamten Menschheit. Sie lebten im Garten Eden, unbefleckt von jeglichem Schmutz, vom Fleisch nicht besessen und in Ehrfurcht vor Jehova. Als sie später von Satan in Versuchung geführt wurden, hatten sie das Gift der Schlange und den Wunsch, Jehova zu betrügen. Und sie lebten unter dem Einfluss Satans. Seine Gedanken waren vom Bösen und Schmutz erfüllt, ohne Gutes oder Heiligkeit. Ist das nicht Satan? Die Menschheit hat sich über Zehntausende von Jahren der Geschichte hinweg entwickelt, um dort anzukommen, wo sie heute ist. Jedoch ist die Menschheit meiner ursprünglichen Schöpfung vor langer Zeit in Entartung versunken. Sie sind bereits das, was ich nicht vorhatte, und diese Menschen, so wie ich sie sehe, verdienen die Bezeichnung Menschheit schon nicht mehr. Eher sind sie der Abschaum der Menschheit, von Satan geplündert, und die verrotteten, wandelnden Leichen, in denen Satan lebt und mit denen er sich kleidet. Die Menschen glauben kein bisschen an meine Existenz, noch heißen sie meine Ankunft willkommen. Satan verdirbt die Menschen durch die Bildung und den Einfluss der nationalen Regierungen und der Berühmtheiten und Größen. Ihre Lügen und ihr Unsinn sind zur Natur der Menschen geworden. Jeder für sich und den Letzten holt der Teufel ist ein sehr bekanntes, satanisches Sprichwort, das jedem eingeflößt wurde und zum menschlichen Leben geworden ist. Es gibt einige andere Worte von Lebensweisheit, die genauso sind. Satan erzieht die Menschen durch die feine traditionelle Kultur jeder Nation und bringt die Menschheit dazu, in einen weiten Abgrund der Zerstörung zu stürzen und darin verschlungen zu werden. Am Ende werden die Menschen von Gott vernichtet, weil sie Satan dienen und sich Gott widersetzen. Lass uns eine andere Stelle lesen. Über viele Jahre haben die Gedanken, auf die sich die Menschen zu Überlebenden verlassen haben, ihre Herzen zersetzt. So weit, dass sie heimtückisch, feige und verabscheuungswürdig geworden sind. Es fehlt ihnen nicht nur an Willensstärke und Entschlossenheit, sondern sie sind außerdem gierig, überheblich und eigensinnig geworden. Es fehlt ihnen gänzlich an jeglicher Entschlossenheit, die das Ich übersteigt und mehr noch. Sie haben nicht ein bisschen Mut, um die Einschränkungen dieser finsteren Einflüsse abzuschütteln. Gedanken und Leben der Menschen sind scheußlich. Ihre Sichtweisen über den Glauben an Gott sind immer noch unerträglich hässlich. Und selbst wenn die Menschen von ihren Sichtweisen über den Glauben an Gott sprechen, ist es einfach unerträglich anzuhören. Die Menschen sind alle feige, unfähig, verabscheuungswürdig und anfällig. Sie empfinden keine Abscheu für die Mächte der Finsternis. Und sie fühlen keine Liebe für das Licht und die Wahrheit. Stattdessen tun sie ihr Möglichstes, sie zu vertreiben. Seitdem der Mensch erstmals Sozialwissenschaften hatte, war der Geist des Menschen von Wissenschaft und Wissen besetzt. Danach wurden Wissenschaft und Wissen zu Werkzeugen, um die Menschheit zu regieren. Es gab nicht mehr genug Raum für den Menschen, um zu Gott zu beten. Und keine fördernden Bedingungen mehr für die Anbetung Gottes. Gottes Stellung im Herzen des Menschen sank sogar noch tiefer. Eine Welt im Herzen des Menschen ohne Platz für Gott ist hoffnungslos, dunkel und leer. Um das Herz des Menschen zu füllen, erhoben sich daraus Sozialwissenschaftler, Historiker und Politiker, um sozialwissenschaftlich Theorien, die Theorie der menschlichen Evolution und andere Theorien zu bekunden, die der Wahrheit, dass Gott den Menschen schuf, widersprechen. Dadurch
werden diejenigen, die glauben, dass Gott alles erschuf, immer weniger. Und diejenigen, die an die Evolutionstheorie glauben, immer zahlreicher. Immer mehr Menschen halten die Aufzeichnungen des Wirken Gottes und seine Worte während des Zeitalters des Alten Testaments für Mythen und Legenden. In ihren Herzen werden die Menschen gleichgültig gegenüber der Würde und Größe Gottes und der Lehre, dass Gott existiert und über alle Dinge herrscht. Das Überleben der Menschheit und das Schicksal der Länder und Nationen sind ihnen nicht mehr wichtig. Der Mensch lebt in einer hohlen Welt und kümmert sich bloß um Essen, Trinken und das Streben nach Vergnügen. Venja, möchtest du weiterlesen? Ja, gerne. Der Mensch ging mit Gott durch die Zeitalter, doch der Mensch weiß nicht, dass Gott über das Schicksal aller Dinge und Lebewesen herrscht oder wie Gott alle Dinge orchestriert und alle Dinge lenkt. Dies ist etwas, das den Menschen seit jeher bis zum heutigen Tag entgangen ist. Was den Grund betrifft, so liegt es nicht daran, dass die Wege Gottes zu schwer fassbar sind oder dass der Plan Gottes noch zu verwirklichen ist, sondern daran, dass das Herz und der Geist des Menschen zu weit von Gott entfernt sind. Deshalb bleibt der Mensch, auch wenn er Gott folgt, unwissentlich im Dienste Satans. Keiner sucht aktiv nach den Fußstapfen oder der Erscheinung Gottes. Und keiner will in der Fürsorge und Obhut Gottes leben. Vielmehr sind sie dazu bereit, auf die Zerstörung durch Satan und des Bösen zu bauen, um sich dieser Welt und den Lebensregeln anzupassen, denen die böse Menschheit folgt. An dieser Stelle werden das Herz und der Geist des Menschen Satan geopfert und werden zu dessen Nahrung. Darüber hinaus werden das menschliche Herz und der menschliche Geist zu einem Ort, in dem Satan wohnen kann, und zu einem passenden Spielplatz für ihn. Auf diese Weise verliert der Mensch unwissentlich sein Verständnis für die Prinzipien des Menschseins und für die Werte und den Zweck der menschlichen Existenz. Gottes Gesetze und der Bund zwischen Gott und Mensch schwinden allmählich im Herzen des Menschen, bis der Mensch Gott letztendlich nicht länger sucht oder ihm nicht länger Beachtung schenkt. Mit der Zeit versteht der Mensch nicht mehr, warum Gott den Menschen erschuf. Noch versteht er die Worte, die aus dem Munde Gottes kommen. Oder erkennt er all das, was von Gott ist. Der Mensch beginnt, sich den Gesetzen und Anordnungen Gottes zu widersetzen. Das Herz und der Geist des Menschen stumpfen ab. Gott verliert den Menschen seiner ursprünglichen Schöpfung und der Mensch verliert die Wurzeln seines Anfangs. Das ist das Kümmernis dieser Menschheit. Wie fühlt ihr euch, nachdem ihr Gottes Worte gelesen habt? Seine Worte sind wirklich ergreifend. Ich habe sowas noch nie zuvor gehört. Erzählt uns bitte mehr. Der Grund, weswegen die Welt so dunkel ist, die Leute verdorben und böse sind, voller Schmerzen und Leid leben müssen, ist direkt damit verbunden, dass die Leute von Satan verführt wurden. Der allmächtige Gott hat diese Dinge deutlich erklärt. Nur nachdem die Leute diesem Leid unterworfen werden, sind sie in der Lage zu erkennen, dass die Dunkelheit herrscht und die Menschheit verdorben ist, dass sie Gottes Erlösung brauchen. Jahrtausende lang hat Satan den Evolutionismus, Materialismus und Atheismus, Täuschungen und Irrlehren benutzt, um die Menschen zu betrügen. Er benutzte Dämonen und bekannte Persönlichkeiten, um die Herzen der Menschen zu belügen. Das sind Lügen wie jeder für sich und der Rest sei verflucht. Oder wie Geld regiert die Welt. Ein Mensch stirbt für Geld, ein Vogel für Nahrung. Wissen kann dein Schicksal verändern. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Und es gibt noch arbeitende Gedanken, regieren über arbeitende Hände. Einen Gott gibt es in der Welt nicht. Es gab niemals einen Erretter. Der Mensch kann die Natur erobern und so weiter. Die Leute haben Satans Lügen geglaubt, als Wahrheiten angesehen. Oder als kluge Sprichwörter. Und verlassen sich ihr ganzes Leben darauf. Sie alle haben arrogante Auffassungen, sind zu selbstsicher
und hören auf niemanden. Sie sind wirklich selbstsüchtig und hinterlistig. Sie sind voller Lügen. Sie betrügen und verletzen einander. Diese Leute vertrauen keinen anderen Menschen oder haben Beziehungen zu anderen. Diese Leute schützen sich dadurch, dass sie Mauern errichten. Sie können nicht miteinander umgehen. Leute verlieren sofort ihre Geduld. Einstige Freundschaften werden plötzlich zu Feindschaften. Siehst du das nicht auch so? Ja, da hast du recht. Die Menschlichkeit geht verloren. Das Problem, das damit angesprochen wird, ist, dass die Menschen verdorben sind, ihre Herzen in Hass getränkt. Die Menschen verehren das Geld und die Macht. Arm zu sein ist eine große Schande. Moral und Tugend interessieren niemanden. Die Menschen streiten über Geld und Ruhm. Sie streben nach Wohlstand. Dafür betrügen sie einander und schlachten sich gegenseitig ab. Sie machen vor nichts Halt, um ihre Ziele zu erreichen. Sie werden dafür schreckliche Dinge tun und alle möglichen Sünden begehen. Sogar zwischen Kindern und ihren Eltern, zwischen Eheleuten. Es gibt Verrat in diesen Beziehungen. Es gibt Betrug. Es gibt Ausbeutung. Es geht um das eigene Gelingen. Den Menschen fehlen sogar die Grundlagen für Gewissen und Vernunft. Das ist vollkommen richtig. Gewissen interessiert keinen. Jeder ist nur noch auf der Hut vor dem anderen. Niemand ist sich mehr sicher, wann er übers Ohr gehauen wird. Das Leben ist anstrengend. Hast du gedacht, in einer so verdorbenen und bösen Welt könnte unser Leben nicht voller Schmerzen sein? Wenn wir nicht an Gott glauben und den falschen Weg einschlagen, vertrauen wir weiterhin den Lügen Satans. Wir leben alle in Sünde, bis zu dem Punkt, an dem wir kein Mensch und kein Geist mehr sind. Kann es denn so je Frieden geben? Kann es denn so je Freude geben? Kann es nicht. Die Menschen werden immer böser. Es gibt keine menschliche Güte. Unser Leben auf dieser Welt beinhaltet nur Leiden. Das hast du richtig erkannt. Jede Familie hat ihre Probleme und jeder Mensch hat seinen Schmerz. Sieh dich doch um und frage dich, herrscht hier noch Harmonie? Hat irgendwer ein glückliches Leben? Jede Familie hat ihre eigenen Sorgen. Es ist schwierig und für jeden anstrengend. Strebten die Leute die Wahrheit an, glaubten sie wirklich an Gott und schlugen den richtigen Weg ein, könnten sie von Gott gesegnet werden. Die Leute wären nicht so verdorben, wie sie jetzt sind. Sie würden auch keine Schmerzen erleiden. Es ist schade, dass heute nur noch wenige Leute wirklich an Gott glauben, dass nur wenige wirklich die Wahrheit hören wollen. Besonders in China werden von der kommunistischen Partei die Gemeinden verfolgt und Gläubige unterdrückt. In einem Land, das Gott widerstrebt, gibt es seinen Segen nicht. Weshalb die chinesische Gesellschaft die böseste und die dunkelste ist. Das Leben der Chinesen ist anstrengend und schmerzhaft. Das ist die bittere Wahrheit. Wäre Gott nicht gekommen, um die Menschheit zu retten, würden wir alle noch in Sünde leben. Keiner wäre in der Lage, sich zu befreien aus den Händen Satans. All das, was ihr sagt, klingt wie die Wahrheit. Heutzutage sind die Menschen untereinander nur noch heuchlerisch. Sie werden nur noch betrogen und betrügen nur noch. Die Leute sind eigentlich nur Schönwetterfreunde. Man ist nett zueinander, wenn man sich braucht. Wenn du Geld und Einfluss hast, wollen alle mit dir befreundet sein. Gerätst du in Schwierigkeiten, ist das alles vorbei. Niemand will was von dir. Und Hilfe kannst du vergessen. Hast du Probleme, machen sich alle darüber lustig. Es ist tatsächlich so. Früher konnte ich den Leuten helfen. Jedoch schmeichelten sie sich ein, um mein Geld zu kriegen. Aber seitdem ich so schwer krank bin, meiden sie den Kontakt zu mir. Und keiner will mir helfen. Was mir am meisten wehtut, ist, dass sogar mein Ehemann, mit dem ich mehr als 10 Jahre lang zusammenlebte, mich nicht nur betrogen hat, sondern sich auch den Familienbesitz unter den Nagel gerissen hat. Das kann ich nun klar erkennen. Der Austausch von Interessen ist in unseren Beziehungen nur vorübergehend. Die Menschen sind gefühlsfrei. Sich auf sie verlassen kann man nicht. Das Verliebtsein und auch die Ehe sind wie eine Falle, sind wie die Hölle. Wir haben heute viel gelernt von euch, danke dafür. Ich denke, dass es richtig ist, an Gott zu glauben.
Ohne Gottes Schutz kann das menschliche Leben nur aus Sorgen und aus Leid bestehen. Sich von Gott zu entfernen, ist keine Art zu leben. Huizen, jetzt hast du das Böse und die Dunkelheit der Welt gesehen. Und du erkennst auch, der richtige Weg ist es, an Gott zu glauben. Das ist großartig. Gott rettet jene, die vom ganzen Herzen ihr Leben von ihm leiten lassen. Durch die Schmerzen, die du erlebt hast, kannst du vor seinen Thron treten und von ihm errettet werden. Das ist wunderbar. Das ist ein verborgener Segen. Ich bin wirklich in der Lage, diese Dinge, so wie ihr sie erklärt, zu akzeptieren. Ich habe so viel Leid und Elend durchgemacht. Jetzt verstehe ich endlich, warum das alles passiert ist. Es ist spät. Lasst uns etwas essen und nachher weiterreden. Gerne doch. Du solltest dich hinlegen. Wir machen das schon. Tante, spreche du mit Mutter weiter. Wir machen das Essen. Genau, wir können auch gut kochen. Das können nicht nur Tanten. Gerne, genau. Okay. Ess doch ein bisschen von dem Obst. Ja. Deine Töchter sind so nett. Und ich denke, in nächster Zeit wird es dir wieder besser gehen. Schwester, ist dir aufgefallen, dass Mamas Laune heute wirklich gut ist? Ja, sie hat sogar gelächelt. Es ist schon lange her, dass sie überhaupt gelächelt hat, oder? Das ist es. Ich helfe euch, Mädels. Gerne. Tante, wir sehen, dass Mamas Laune besser geworden ist, nach dem, was ihr heute erzählt habt. Gott sei Dank. Ich habe bis heute nicht verstanden, dass das Leben der Leute so schmerzhaft ist, weil ihnen der Glaube an Gott fehlt, sie sich entfernen und sie von Satan verletzt werden. Also, ihr versteht eine Menge durch euren Glauben an Gott. Der Glaube an Gott ist wirklich wunderbar. Tante, nach dem Essen müsst ihr uns unbedingt noch mehr von Gott erzählen. Ja, aber gerne. Der allmächtige Gott hat viele Wahrheiten und viele Geheimnisse offenbart. Zum Beispiel, wie wir leben sollten, um seinen Segen zu erlangen und was der richtige Weg für seine Anhänger ist. Je mehr wir aus dem Wort Gottes lesen, umso mehr werden wir seine Wahrheiten verstehen. Siehst du, alles, was Gott erschaffen hat, ist wunderschön. Du solltest häufiger draußen sein. Du hast recht. Spaziergänge sind wirklich aufbauend. Nachdem ihr Zeugnis abgelegt habt zu den Worten des allmächtigen Gottes, ist mein Herz viel offener geworden. Bisher galt bei mir, jeder für sich und verflucht sei der Rest. Und arbeitende Gedanken regieren über arbeitende Hände. Oder dein Schicksal liegt in deiner Hand. So wie Geld regiert die Welt. All diese Sprichwörter sind so wahr. Die Welt ist wirklich so. Geld ist Macht und lässt vieles einfacher erscheinen. Es erlaubt uns, in Würde und Glück zu leben. Ich habe mich in meinem Restaurant immer nur aus einem Grund abgestrampelt. Und zwar wollte ich viel Geld verdienen. Deswegen bin ich hauptsächlich herumgehetzt. Und nun ist es zu dieser Situation gekommen. Ich habe mich durch Satans Täuschungen verletzen lassen. Durch die Worte des allmächtigen Gottes wurde ich nicht von Satan getötet, ohne zu wissen, was mir geschieht. Gott sei Dank habe ich nun alles verstanden. Satanische Täuschungen hinterlassen bei den Leuten nur Schmerzen und die Dunkelheit. Das ist wahr. Und der allmächtige Gott erklärt die Wurzeln der Dunkelheit. Nur die Menschen hören nicht zu. Viele Dinge können durch den Glauben an Gott und das Lesen seiner Worte verstanden werden. Ich kann erkennen, dass Satan die Menschheit leiden lässt.
und wir diesem Schmerz entfliehen können. Die Wahrheit hast du erkannt. Als ich Gott kennenlernte und jeden Tag sein Wort gelesen hatte, bevor ich bemerkte, dass ich viele Wahrheiten verstand, erlangte ich ein Urteilsvermögen über Satans Lügen und Unwahrheiten. Die weltlichen Angelegenheiten wurden unwichtig. Es wurde mir klar, dass meine Karriere, Status, meine Reichtümer oder Ruhm mich nicht glücklich machten. Heutzutage lebe ich nicht mehr für Ruhm und Status. Es zerstört einem den Körper und lässt einen leiden. Und zwar so sehr, dass man davon krank wird. Du hast völlig recht. Genauso wird es sein. Mama! Tante! Venja! Hier ist was zu trinken. Wir können uns kurz hinsetzen. Da vorne ist ein Pavillon. Okay? Ich schieb dich. Na gut. Die Menschen glauben an Gott, um nach der Wahrheit leben zu können. Durch das Wort Gottes werden sie die Wahrheit verstehen können. Und die Wahrheit zu verstehen, ist das Beste, was einem passieren kann. Ich glaube von ganzem Herzen an Gott und verfolge jetzt die Wahrheit. Ich habe keine Sorgen wegen Geld oder Ruhm oder unwichtigen Sachen. Heute habe ich etwas weniger Geld, aber es geht mir gut. Gott ist in meinem Herzen. Ich werde von ihm geleitet. Er führt mich auf seine Wege. Ich fühle mich geborgen. Ich fühle mich geschützt. Und deswegen bin ich glücklich. Es gibt nichts auf der Welt, womit ich glücklicher wäre. Kein Wunder, dass du so glücklich aussiehst. Viel glücklicher als je zuvor. Du bist nicht wiederzuerkennen. Eindeutig, das ist der Glaube an Gott. Das ist es. Und stell dir vor, wir hätten den Glauben an Gott und die Wahrheit nicht. Dann kämpften wir nur gegen das Schicksal. Würden uns auf unsere Taten und Arbeit verlassen. Sogar wenn wir Geld, Status und Macht hätten. Unser Schicksal würden sie nicht ändern. Wir haben wohlhabende Ungläubige gesehen, die in Luxuswohnungen leben oder teure Autos fahren. Sie fühlen sich aber nicht glücklich, haben weder Frieden noch Freude. Keiner kann dem Gefühl von Leere und Leiden entkommen. Einige Leute fangen an, Drogen zu nehmen. Andere begehen Selbstmord. Das sind die Tatsachen. Würdet ihr sagen, dass das Geld und der Status den Menschen, wenn die große Katastrophe kommt, irgendwie retten werden? Egal, was sie haben, kommt die Katastrophe, werden sie wie alle anderen sterben. So sieht's aus. Mhm. Richtig. Beim Tsunami im Indischen Ozean, da wurden die Leute, die Geld und Status hatten, genauso getötet. Doch für uns, die an Gott glauben, ist es anders. Wenn wir in Gottes Wort lesen, erkennen wir die Wahrheit, begreifen seinen Willen und sehen alles ganz deutlich. Erkennen, welche Menschen Gott lobt und wen er segnet. Wir suchen die Wahrheit und praktizieren sie dann, damit wir Gottes Willen umsetzen. So können wir das Böse meiden, Satans Täuschungen und Fesseln abwerfen und den richtigen Weg im Leben gehen. Erlangen wir die Wahrheit durch unseren Glauben an Gott, können wir die Sünde ablegen und leben nach seinem Willen. Erreicht uns die Katastrophe, wird er uns beschützen. Egal wie schlimm sie sein wird, wir werden überleben. Hui Sen, meinst du nicht, das ist der allergrößte Segen? Ja, ich habe heute erst verstanden. Der Glaube an Gott gibt uns Frieden und Schutz. Er gibt uns das ewige Leben. Entfernen wir uns von ihm, wenn wir Status, Ruhm, Wohlstand und Wissen zuerst anstreben, hat das Leben keine Bedeutung. Das Ganze ist sinnlos. Egal, wie viel Wissen man hat, es kann das eigene Schicksal nicht verändern oder Freude bringen. Xinming, wie wunderbar es ist, die Wahrheit zu verstehen. Das Hören der Worte des allmächtigen Gottes wirkt wie das Öffnen eines geschlossenen Fensters. Es ist heller. Ich habe etwas, an das ich mich anlehnen kann, bin nicht mehr deprimiert. Der allmächtige Gott bringt die Wahrheit ans Licht und rettet uns vor den Verletzungen des Satans. Ich denke, das ist seine Liebe. Ich will der allmächtigen Gottes Arbeit der letzten Tage annehmen, ihn in meinem Leben annehmen und seine Worte studieren. Gepriesen sei Gott. Tante, in letzter Zeit war Mutter immer niedergeschlagen. Sie saß oft alleine und hat geweint. Was wir ihr auch sagten, es schien ihr nicht zu helfen. Benjing und ich waren sehr traurig. Wir konnten deutlich erkennen, dass es ihr nicht gut ging. Aber wir wussten nicht, wie wir ihr helfen konnten. Seit ihr über die Worte des allmächtigen Gottes sprecht, ist Mutter ganz anders. Sie will ihr Leben ändern. Sie will Gott folgen. Das ist richtig toll, Tante. Ja, das ist es. Es sieht so aus, als ob Gottes Worte die Leute wirklich ändern können. Das können sie. Und er damit unser Leid beseitigen kann.
Also, glaube ich jetzt auch an Gott, werde sein Wort gründlich durchlesen und folge ihm jetzt auch. Das freut mich, Venja. Der allmächtige Gott ist so gut zu uns. Mama, guck mal hier. Verpackt hast du es ganz gut. Ja, das ist ganz gut. Du solltest sie mir loben. Hui Zhen, Venjas Prüfung steht doch an. Dafür muss sie noch viel lernen. Um ihren Vater kümmert sie sich auch. Wir haben entschieden, dass Schwester Li und ihr Mann eine Zeit lang auf Venjas Vater aufpassen werden. Damit Venja sich besser konzentrieren kann. Richtig. Sie kann sich konzentrieren und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist aber nicht richtig. Ihr verbreitet doch schon das Evangelium. Ihr macht schon genug. Wir belästigen damit die Brüder und Schwestern nicht. Wir sind alle Brüder und Schwestern und helfen uns gegenseitig. Wir sollen allen helfen, die in Schwierigkeiten sind. So ist es. Ganz genau. Ich danke euch allen. Aber selbstverständlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist die Liebe Gottes für uns. Wir empfangen das von Gott, weil er uns liebt. Bald wirst auch du das verstehen. Venja. Du bist wieder da. Wie geht's dir? Danke, dass ihr euch um ihn kümmert. Klar doch. Ich danke euch. Ist doch kein Problem. Tante, hier ist frisches Wasser. Danke, stell es einfach dahin. Ich räume jetzt die Küche auf, okay. Ja. Wow. Du bist ja schon wieder zu Hause. Ja. Venja. Das ist alles so sauber hier. Danke, Tante. Ach, Venja, sei nicht so höflich, ist doch gern geschehen. Wir wohnen alle im Hause Gottes. Na komm, gib mir deinen Rucksack. Nein, das brauchst du nicht. Hab ich dir gerade was gesagt? Gib mir den Rucksack. So, und jetzt wirst du dich ausruhen. Und nachher gibt es was zu essen. Venja, iss nicht die ganze Zeit die Fertiggerichte. Im Topf ist rote Bohnensuppe. Du brauchst sie nur aufzuwärmen und zu essen. Schwester Li. Tante, was machst du da? Das hier sind Kräuter, die Tante Wang und ich in den Bergen gesammelt haben. Sie sind gewaschen und getrocknet. Du solltest sie deiner Mutter geben, davon wird sie wieder gesund. Danke, Tante. Gerne. Also dreh dich um, ich steck sie dir in die Tasche. Du kannst sie auch benutzen. Mach dir morgens einen Tee. Du brauchst nur eine Handvoll in kochendem Wasser ziehen zu lassen. 5 bis 8 Minuten reichen. Venja, Prüfung geschrieben? Ja, die habe ich hinter mir. Soll ich übernehmen? Gerne. Alles klar.
Ja. Bitte sei nicht traurig. Ich weiß, dass Papa dich über alles geliebt hat. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Venja, Papa mag weg sein, aber du hast uns ja noch. Wir drei haben einander. Ich bin doch deine Mutter. Diese Familie war schon immer schwierig für dich. Von klein auf haben wir dir kein heiles Zuhause bieten können. Nachdem wir geschieden waren, hast du immer bei ihm gelebt. Deine Stiefmutter war schrecklich. Eine Wahl hatte Papa nicht. Er konnte dich immer nur zu mir schicken. Und ich war nie wirklich für dich da. War nur mit dem Restaurant beschäftigt. Ruhm und Geld war mir wichtig. Hab dich immer zu Freunden und Verwandten geschickt, damit die sich um dich kümmern. Und als ich dann damals weggegangen bin und dich da sitzen sah, wartend, bis ich dich wieder abhole, habe ich immer gedacht, da sitzt mein armes Waisenmädchen. Ich fühlte mich so. Warum konnte ich keine Familie haben, mit der ich zusammenlebe? Ich habe als Mutter versagt. Das ist nicht schön zu reden. Es tut mir so leid, mein Schatz. Und jetzt ist dein Vater gestorben. Ich bin schwer krank. Und deiner Schwester geht's nicht gut. Du bist noch so jung. Erwachsen bist du noch lange nicht. Die ganze Last der Familie liegt auf den Schultern eines Kindes. Das darf nicht sein. Ich möchte nicht zusehen, wie mein Kind so leidet. Wie soll ich das je wieder gut machen? Oh, alles gut. Wir glauben doch jetzt an Gott. In Gottes Haus habe ich die Liebe von Brüdern und Schwestern kennengelernt und die Wärme von Gottes Familie. Glaubte ich nicht an Gott, könnte ich niemals weitermachen. Seitdem wir an Gott glauben, erkennen wir seine Nähe und spüren seine Liebe. Durch die Liebe unserer Brüder und Schwestern, wir haben erkannt, dass nur Gott Liebe ist, dass er die Menschheit liebt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Denn das geht bei Menschen nicht. Allmächtiger Gott, du hast mich errettet, mir Liebe geschenkt und eine Familie. Ich werde immer an dich glauben, werde dir folgen. Gott, du bist mein Fundament. Mein Vater ist von uns gegangen und darunter leide ich sehr. Gott, ich bitte dich, mich auf den Weg, der vor mir liegt, zu führen. Amen. Venja, Tante Xinming ist gerade gekommen. Setzt du dich zu uns? Mhm. Wir sollten für sie beten. Hallo, Tante Xinming. Hey, Venja, setz dich. Geht es dir ein bisschen besser? Mhm, viel besser. Venja, du musst mit dem Tod deines Vaters richtig umgehen. Wohin wir gehen und woher wir kommen, liegt nur in den Händen Gottes. Jeder Mensch auf dieser Erde hat seine eigene Berufung.
Und wenn diese erfüllt ist, kehrt man wieder zurück. Verstehst du, was ich meine? Denn wenn du das verstehst, dann wirst du nicht mehr leiden. Die Vergangenheit ist aus und vorbei. Da wir jetzt an Gott glauben, können wir den richtigen Weg des Lebens gehen. Wenn wir wirklich auf Gottes Worte hören und seinem Willen folgen, dann garantiert er uns seinen Segen. Gottes Gegenwart ist deutlich zu spüren. Die Kirche ist nun unsere Familie. Wir sind nicht mehr allein. Egal, was uns bevorsteht, wir können zu Gott beten. Er wird uns helfen und er wird uns leiten. Ist das nicht wunderbar? Hm? Wollen wir noch aus dem Wort des allmächtigen Gottes lesen? Unbedingt. Von dem Moment an, an dem du schreiend auf diese Welt kommst, beginnst du deine Pflicht zu erfüllen. Du übernimmst deine Rolle in Gottes Plan und in der Bestimmung Gottes. Du beginnst die Reise des Lebens. Was auch immer dein Werdegang ist und was auch immer die Reise vor dir sein mag, kann niemand der Orchestrierung und Vorkehrung entgehen, die der Himmel bereithält. Und keiner hat Kontrolle über sein Schicksal. Denn nur er, der über alle Dinge herrscht, ist eines solchen Werkes fähig. Seit dem Tag der Entstehung des Menschen ist Gott in seinem Werk beständig gewesen und hat dieses Universum geführt und den Wandel und die Bewegung aller Dinge gelenkt. Wie alle Dinge empfängt der Mensch still und unwissentlich die Nahrung der Lieblichkeit und Regen und Tau von Gott. Wie alle Dinge lebt der Mensch unwissentlich unter der Orchestrierung Gottes. Lies du vor. Die Menschheit, die die Versorgung des Lebens vom Allmächtigen aufgegeben hat, weiß nicht, warum sie existiert. Und doch fürchtet sie den Tod. Es gibt keine Unterstützung, es gibt keine Hilfe, aber die Menschheit zögert immer noch, ihre Augen zu schließen. Und trotz allem, sie lebt eine unwürdige Existenz in dieser Welt, in Körpern ohne das Bewusstsein der Seelen. Du lebst wie solche ohne Hoffnung. Er besteht wie solche, die kein Ziel vor Augen haben. Es gibt nur den einen Heiligen in der Legende, der diejenigen, die voller Leid stöhnen und lange verzweifelt nach seiner Ankunft gefleht haben, rettet. Dieser Glaube kann in den Menschen, die ohne Bewusstsein sind, bisher nicht realisiert werden. Allerdings sehnen sich die Menschen dennoch so sehr danach. Der Allmächtige hat Barmherzigkeit mit diesen Menschen, die tief leiden. Zur gleichen Zeit hat er genug von diesen Menschen, die kein Bewusstsein haben. Weil er zu lange auf die Antwort der Menschen warten muss. Er wünscht sich zu suchen. Er sucht nach deinem Herz und er sucht nach deinem Geist. Er möchte dir Nahrung und Wasser bringen. Er möchte dich erwecken, so dass du nicht mehr durstig, nicht mehr hungrig bist. Wenn du müde bist und du beginnst, die Trostlosigkeit der Welt zu fühlen, dann sei nicht verwirrt und weine nicht. Der allmächtige Gott, der Wächter, wird deine Ankunft jederzeit umarmen. Er betrachtet dich an deiner Seite und wartet darauf, dass du umkehrst. Er wartet auf den Tag, an dem deine Erinnerung plötzlich wiederkommt. Du dir der Tatsache bewusst wirst, dass du von Gott kamst. Und du auch erkennst, dass der Allmächtige dich beobachtet und deine Rückkehr jederzeit erwartet hatte. Er sehnt sich bitterlich, wartet auf eine Reaktion ohne eine Antwort. Seine Beobachtung ist von unschätzbarem Wert und ist für das Herz und den Geist des Menschen. Vielleicht ist diese Beobachtung unbefristet und vielleicht ist diese Beobachtung zu Ende.
Aber du solltest genau wissen, wo dein Herz und dein Geist jetzt sind. Venja, nachdem du diese Worte gelesen hast, ist dir da klar geworden, dass der allmächtige Gott, der Herr, zu uns gesprochen hat? Mit seinen Worten spricht er zu uns, tröstet er uns, führt er uns. Seine Worte sind die Wahrheit. Wir sind alle seine Kinder und er sorgt sich um uns alle. Unser Leben ist von ihm vorbestimmt. Es liegt in seiner Hand. Egal wie wir leiden, was auch passiert, egal was uns heimsucht. Er wird uns durch sein Wort führen. Er wird uns durch ihn vollkommen machen, damit wir die Wahrheit erkennen und danach leben können. Sehr lange haben wir nicht an ihn geglaubt und daher verstehen wir viele Wahrheiten nicht. In ein paar Jahren werden wir ihn verstehen, werden wir Erkenntnisse haben über die Wichtigkeit, Gottes Werk zu befolgen. Unsere Familie hat in der Vergangenheit ziemlich gelitten. Venja am allermeisten. Sie konnte sich nie an einer heilen Familie erfreuen. Und jetzt starb ihr Vater vor kurzem. Jetzt, wo sie Gott gefunden hat, kann sie dieses Leid verarbeiten. Ich als Mutter, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Jetzt ist alles einfacher. Seit ich an den allmächtigen Gott glaube und die Worte des Allmächtigen verstehe, weiß ich, dass die Schmerzen, die wir alle erleiden, nur zu unserem Wohle sind. Früher habe ich das nie verstanden und mit Gott und der Welt geschimpft. Ich war immer rebellisch. Ich bin so dumm gewesen. Venja, da sind so viele Kinder, die ein tolles Zuhause hatten. Und sie mussten nie so leiden. Aber die Folge davon ist, dass sie nichts verstehen. Sie können kaum selbstständig leben und sind wirklich schwach. Und es gibt Kinder, die von klein auf leiden. Diese Kinder sind als Erwachsene selbstständig und können für sich selbst sorgen. Das Leben ist wirklich voller Höhen und Tiefen, voller Schicksalsschläge. Und wir alle haben unsere Schwierigkeiten. So gesehen ist unser Leiden gar nicht mal schlecht und Genuss nicht immer das Schönste. Also meiner Meinung nach. Tante Zeng und Mutter erklären das gut. Liebe Schwester, ich denke, hätten wir nicht so gelitten, diese Schmerzen erlebt, Mama würde nicht an Gott glauben. Und wir beide mit Sicherheit auch nicht. Glaubst du nicht, dass dieser Segen durch unser Leid gekommen ist? Mutter, Tante, jetzt, nachdem ich eure Erklärung höre, ist mein Herz viel heller. Ich weiß jetzt, dass die Dinge, die ich erlitten habe, nach Gottes Regeln bestimmt waren. Ich habe dieses Leid gebraucht. Wäre mein Leben angenehm gewesen, hätte ich Gott nie entdeckt. Ich hätte mich an den üblen weltlichen Dingen vergnügt, hätte getrunken, gespielt, in Internetcafés rumgehangen. Jetzt ist klar, ich musste das alles erleiden, weil Gott mich schützen möchte. Er wäre sonst nie an mich rangekommen. Jetzt ist klar, dass er mich liebt. Mit meinem gewonnenen Glauben kann ich nun der Wahrheit folgen. Ist dir die Last auf deinen Schultern bewusst, dein Auftrag und deine Verantwortung? Wo ist dein historischer Sinn für Mission? Ist deine Aufgabe eine schwere? Sie sind erbarmungswürdig, arm, blind und verloren und klagen in der Dunkelheit. Wo ist der Weg? Wie sie sich nach dem Licht sehnen, wie eine Sternschnuppe
um plötzlich die Kraft der Finsternis, die die Menschen über so viele Jahre hinweg unterdrückt hat, zu vertreiben. Wer weiß, wie begierig sie darauf hoffen und wie sie sich Tag und Nacht danach sehnen. Diese Menschen, die schwer leiden, bleiben in den Kerkern der Finsternis gefangen, ohne Hoffnung auf Befreiung, selbst an dem Tag, an dem das Licht aufleuchtet. Wann werden sie nicht mehr weinen? Diese zerbrechlichen Geister, denen nie Ruhe gewährt worden ist, leiden wirklich unter solchem Unglück. Sie sind seit langem durch die gnadenlosen Seile und die Geschichte, die festgefroren ist, abgeschottet. Wer hat je den Klang ihres Wehklagens gehört? Wer hat jemals ihr elendes Gesicht gesehen? Hast du jemals daran gedacht, wie traurig und bekümmert das Herz Gottes ist? Wie kann er es ertragen, zu sehen, wie die unschuldige Menschheit, die er mit seinen eigenen Händen schuf, solche Qualen erleidet? Hast du vergessen, dass du eines der Opfer bist? Aus deiner Liebe zu Gott, bist du nicht etwa bereit, danach zu streben, diejenigen zu retten, die überlebt haben? Bist du nicht bereit, alle deine Bemühungen darauf zu verwenden, dem Gott, der die Menschheit liebt, wie sein eigenes Fleisch und Blut, alles zurückzugeben? Mama, ich denke, dass unsere Familie wirklich gesegnet ist. Schau! Gerade als unsere Familie in verzweifelte Umstände geriet, hörten wir ganz unerwartet die Stimme Gottes und wurden vor seinen Thron erhoben. Das ist wirklich die Gnade Gottes. In letzter Zeit habe ich die Freude durch den Glauben an Gott erfahren. Es scheint so, als gäbe es Schmerz und Leid nicht mehr. Von nun an genieße ich Frieden und Freude. Ich denke auch, dass ich nicht weiß, wie viele Menschen gerade jetzt in Schmerzen leben, wie wir es taten. Aber sie haben die Stimme Gottes noch nicht gehört und noch keinen Weg gefunden, den sie einschlagen können. Ich denke, unsere Pflicht ist es, das zu tun, was Gott uns anvertraut hat, und zwar das Evangelium unter ihnen zu verbreiten, damit sie auch zum Haus Gottes zurückkehren und sich an ihm erfreuen können. Ja, genau. Wir sollten das Evangelium verbreiten unter denen mit Problemen und Leid. Mhm. Und wir sollten sie vor Gott bringen. Darüber freut sich Gott ganz sicher. Mhm. Häufig sagen unsere Brüder und Schwestern, dass sich gerade jetzt viele Menschen nach Gottes Erscheinen sehen. Sie unterliegen aber immer noch der Täuschung, unter anderem durch die Regierung und religiöse Pastoren. So werden sie nie vor Gott kommen. Wir haben auch erkannt, es gibt viele Leute, die sich abhetzen wegen dem Kampf um ihren Ruhm, um ihren Wohlstand, um ihren Status. Sie sind den Täuschungen Satans unterlegen. Sie werden von ihm verletzt. Gottes Herz ist traurig und besorgt. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen und sich von dem Schaden Satans entfernen. Erinnert ihr euch, in welchen Schwierigkeiten wir steckten? Und dann kamen die Brüder und Schwestern das Evangelium verkünden. Wir haben erst dann sein Werk der letzten Tage angenommen und sind dem Schaden des Satans entkommen. Wir genossen die Segnungen und die Freude durch den Glauben an Gott. Jetzt sollten wir das Evangelium überall verkünden, damit die Menschen, die in der Finsternis leben, Satans Täuschungen entfliehen, die Stimme Gottes erkennen und sie vor seinem Thron erscheinen, um errettet zu werden. Mhm. Und das würde Gottes Liebe vergelten. Mhm. Mutter, ich wollte eigentlich schon seit einiger Zeit das Evangelium verbreiten, aber mache mir Sorgen, dass ich die Wahrheit überhaupt noch nicht verstehe, sie nicht wirklich erklären kann. Aber dann denke ich, jedes Mal, wenn ich die Brüder und Schwestern höre, wenn sie Zeugnis ablegen, dann höre ich die Führung des Heiligen Geistes und bin tief bewegt davon. Preise den Herrn. Unser Glaube an Gott wird nur von Gott gesegnet, wenn wir unsere Pflicht erfüllen. Auch wenn wir die Wahrheit nicht ganz verstehen, trotzdem sollten wir sie verbreiten, denn das ist unsere Aufgabe. Und so verstehen auch wir sie deutlicher und machen schnelle Fortschritte. Mhm. Hey, hör zu. Wir laden Tante Zeng dazu ein, dass sie bei unseren Freunden Zeugnis ablegt. Alles klar. Mutter, was hältst du davon? Gute Idee. Sie begleitet euch sicher und sie wird sich freuen. Ihr werdet morgen das Evangelium verkünden. Mhm. Und wie ich mich darauf freue. Ich auch.
Hey, hast du vielleicht meinen großen Koffer irgendwo gesehen? Schau doch mal oben im Schrank nach. Oh, danke. Ich ein kleines Haus auf mein Papier. Drinnen ist Mama und mein Papa auch. Meine Schwester und ich spielen in der Sonne. Die Sonne scheint auf uns zwei und wir sind voller Wärme. Mama lächelt und Papa auch. Meine Schwester und ich lächeln. Wir sind glücklich. Dies ist meine Familie. Hier auf meinem Papier. Sie ist in meinen Träumen. Sie ist in meinen Träumen. Fremden Ort. Mein Papa ist drinnen, draußen ist Mama. Ich nehme meinen kleinen Koffer und gehe zu einem Haus, das ich einmal gekannt hab. Drinnen ist Mama, draußen ist Papa. Ich nehme meinen kleinen Koffer. Ich durchstreife die Straßen, ich durchstreife die Straßen, durchstreife die Straßen. Nur mein kleiner Koffer ist mein einziger Begleiter. Er ist mein einziges Zuhause, das Zuhause, von dem ich nicht entkommen kann. Sind Mama, Papa, meine Schwester und ich auch.
Zuhause voller Pracht.